Guten Tag. Wir haben alles mal mit, weil es ist der letzte Tag und wir reisen dann ab direkt von hier. Deswegen, man weiß nie, außerdem ist es Berlin, oder? Man weiß ja nie. Ich glaube schon. Jo, danke fürs Kommen und Zuhören. Sie wissen nicht, was Sie tun. Schon mal vorab. Wir lernen hier heute keine Grundlagen der Programmierung in der esoterischen Programmiersprache, danke. Brainfuck, sorry, not sorry, aber wir lernen sowas Ähnliches. Wir lernen nämlich, wohin das heute führt und zwar voll auch ausbuchstabiert. Wir lernen Dinge, die wir eigentlich schon längst wissen sollten. Auf Bühne 1 geht es jetzt um den Krieg der Reichen gegen die Armen und der Armen gegen die Reichen. Es geht um Faschos und Fleißpunkte und den Traum aller Systeme der lückenlosen Überwachung. Und um vier süße, also naja, süß sind sie wirklich nicht, also eher armselige Kinderkreaturen in England. Don, Hannah, Karen und Peter. Ich spreche natürlich von dem gerade erschienenen und viel gefeierten Buch Grime, Brainfuck. Es wird beschrieben als alarmierend wie Les Miserables von Victor Hugo und wurde verglichen als folgenreich wie Orwells 1984 und Huxleys Schöne neue Welt. Es geht also um nichts weniger als alles und ums Ganze, um uns hier heute genauso wie morgen.
Mein Name ist Nora Al-Badri und mit mir hier auf der Bühne sind die Sibylle Berg und die Katja Riemann. Und ja, danke. Sehr gut. Zwei total krasse Frauen. Sibylle, Schriftstellerin, mehrere Millionen Zeichen, zu 16 Büchern verarbeitet, 25 Theaterstücke und Netzaktivistin ist sie auch und arbeitet mit anderen Aktivistinnen an Kryptoverschlüsselung und Digitalcourage und ganz, ganz viel mehr. Katja Riemann, eine fantastische Schauspielerin, die seit 20 Jahren viel zu Menschenrechten arbeitet und da auch eben aktivistisch tätig ist und auch, was sehr wichtig ist, viel im globalen Süden arbeitet und dazu hören wir später noch mehr. Heute geht es um Grime und Brainfuck und jetzt stellt euch mal lieber besser an. Danke. Ich fange mal an. Ich habe hier besonders nerdaffine Themen rausgesucht aus dem Buch, was irgendwie 50.000 Seiten hat. Wir könnten auch alles vorlesen, weil es ja der letzte Tag, oder? Da machen wir ein paar Stunden. Was wollt ihr auch zu Hause? Das ist ja auch langweilig. Ich fange mal an. Es ist eine großartige Zeit, gerade für die Jungs. Alle Bereiche, für die es Frauen benötigt hatte, werden jetzt durch von Männern geschaffenes Gerät ersetzt. Sex, Dienstleistungen, Gebären, what the fuck. Verzückt beobachten Ingenieure und Programmierer die tapsigen Schritte ihrer Kinder. Die Körper und die Hirne selber gebaut, schauen nur, wie witzig sie sind und so neugierig. In ein paar Jahren wird ein Rechner die gesamte Menschheitsintelligenz übertreffen. Fast jeder der 98% männlichen IT-Heinis weltweit, der Start-Upper, Linguisten, Programmierer, Coder, Hacker, Ingenieure, scheiß der Hund drauf, ist Gott. Wir bauen elektronische Monsterhunde. Haben Sie die Hunde gesehen? Sie lernen bereits autonom und erkennen selbstständig zum Beispiel Schwarze, Araber. Wir haben Sexroboter, Insektenroboter. Wir haben jeden Bereich an Algorithmen ausgelagert. Unsere Drohnen töten inzwischen auch selbstständig. Die Menschen, also die, die noch übrig sind, können sich ihren Hobbys widmen. Schachspielen gegen Roboter. Hier bei der Erschaffung der Erde 4.0 sind wir unter uns. Wir erschaffen die Gehirne, die die neue Weltordnung aufbauen. Wir legen fest, was falsch und richtig, was schön und hässlich ist. Schön ist weiße Haut, fällt Tom beim Betrachten seines Fußes ein. Mann, 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 dieser Fuß könnte Geschichten erzählen. Er könnte als Hauptdarsteller in einem überlangen Blockbuster mitspielen. Man würde ihn gebannt beobachten, dem filigranen Spiel der Zehen folgen, die weiß wie kleine Greifarme mit einem vorwitzigen, schwarzen, langen Haar gekrönt, in einem absurden Krümmungswinkel seltsam welthaltig wirken. Wir könnten endlich wieder aussehen, wie wir wollen, denn wir bestimmen, dass es schön ist, kein Deo zu verwenden, ein Bäuchlein zu haben und keine Muskeln. Wir bestimmen, dass Frauen unsere Socken gerne zusammensuchen und Nasenhaare das Ding der Stunde sind. Endlich einfach sein, Männerzeug machen in dieser wunderbaren Welt. Die Ära der uninteressanten Männer hatte begonnen. Das Jahrzehnt oder hey, das Jahrtausend, da endlich die Kraft des Geistes wichtiger ist als schnöder Ruhm, als Rockstar oder Schauspieler. Models verkehren mit unansehnlichen Typen wie Ayers oder Spiegel. Applebaum kann jeder haben. Die Mädchen onanieren zu digitalen 3D-Starschnitten von Snowden und Musk. Welch ein Geschenk, dass die Welt gerade in kompletter Erneuerung befindlich ist. Tom liebte es, in seine Gedanken so seltsame Worte einzustreuen. Er fühlte sich dann pfiffig, was übrigens auch so ein zu Unrecht vergessenes Wort ist, heute. Die spannendste Zeit seit Erfindung der Dampfmaschine. Und Tom ist in der Mannschaft, was meint Männer, was meint er ist einer der Männer, die den Wandel stattfinden lassen, die von der Staatsgründung auf Hochseeflotten, der Marsbesiedlung und diversen Cyborg-Ideen zur Unsterblichkeit so einiges planen. Was aber immer auch beinhaltet, nach der Umstrukturierung der Erde, diese tunlichst flott zu verlassen. Sie legen selber Ihre Profile an. Wissen Sie, was ein Profil ist? Früher gab es das, um Geisteskranke und Kriminelle zu klassifizieren und Erkennungsdienste sich zu behandeln. Eine Errungenschaft sozusagen.
Heute fertigen Milliarden ihre Profile freiwillig und sorgfältig selber an. Hobbys, sexuelle und politische Vorlieben, Netzwerke, Freunde, Familienzusammenhänge, Einkaufsgewohnheiten. Sie schicken ihre DNA ein, um zu ermitteln, ob sie Ausländer in der DNA-Kette haben. Sie schicken uns ihre Werte 24 Stunden am Tag. Die ganz Schlauen knallen alle ihre Informationen in eine Cloud. Da möchte ich fast ein Cloud-Lied singen. Süß. Im Kaffee riecht es. Die Bande redet sich in den Adrenalinrausch. Jeder übertrumpft den anderen mit Angebervokabeln. Außer den AI-Lern, die sind entspannt, die stinken nicht, sie sind da, wo die anderen noch hinwollen. Die AI-Cracks reden nur mit AI-Cracks. So richtig versteht keiner, worum es ihnen geht. Leider verstehen sie sich selber kaum. Künstliche Gehirne, also das Zusammenspiel von 86 Milliarden Nervenzellen, 100 Billionen möglicher Verbindungen, 7,6 Milliarden Variationen. Was soll sein? Die Freaks vom Staatsschutz stehen an der Bar und kippen Smoothies. Sie tragen jetzt teure Jacken. Sie haben eine gesunde Gesichtsfarbe. Sie haben Eier. Die meisten, die früher Teil der Hacker-Jugendkultur waren, der einzigen coolen Jugendbewegung, die noch existiert hatte, die die Welt retten wollen, gegen Überwachung kämpfen, in lustigen Hacks Schwachstellen der sogenannten Demokratie aufzeigen, Nazi-Netzwerke lahmlegen, Geheimdokumente leaken und so weiter, landeten fast alle beim Staatsschutz. Da ist das Geld, die Superserver, die Forschung, die Macht. Fuck die selber gebastelten Server. Die Staatsschutzleute haben großartige Erfindungen gemacht. Keylogger, die jede Tastatureingabe weiter übertragen. Das Dumbo-Projekt, die Wahlmanipulation, auf die sie immer noch stolz sind. Und hey, wen haben wir denn da? Wer drückt sich an der Wand herum? Mit den wirklich billigen Klamotten und nicht den teuren Klamotten, die billig wirken. Die Virtual Reality-Spinner, die an einer Welt bauen, in der man Menschen beschäftigen kann, deren Beschäftigungsverhältnisse ausgelagert worden sind. Das kann und will sich doch keiner mehr leisten. Diese Millionen, die mit Beschäftigung beschäftigt sind. Damit die Vögel abends nach Hause kommen können und in die Hausschuhe gleiten mit dem wohlfeilen Gefühl, etwas geleistet zu haben. Im Land gibt es, vorsichtigen Schätzungen nach, 20 Millionen Leute, die mit absolutem Schwachsinn vom Selbstmord abgehalten worden sind. Auch jetzt strömen sie noch in Firmen, wo sie am Computer Zahlen verschieben, die nichts bedeuten. Risikoversicherungsberechnung, um nur mal eines der blödesten Beispiele zu nennen. Unternehmensberater, Banksachbearbeiter, all diese Menschenbeschwichtigungsmaßnahmen, deren erster Abbauschritt die Ein-Pfund-Jobs waren. Sich auf Abruf beschäftigen lassen. Der Versuch war gescheitert. Auf eine Beschäftigung warten wollten die Leute nicht. Sie wollten wichtig sein. Den albernen Zufall ihrer Existenz mit einer noch blödsinnigeren Arbeit rechtfertigen. Kaum einer ist dazu eingerichtet, einfach nur zu sein. Außer den Millionären ist dazu keiner gemacht. In der dumpfen Masse will man seinen Schweiß verdienen. In der dummen Masse will man auf die Frage nach seiner Tätigkeit eine stolze Antwort geben. Und da am Fenster hält sich ein Cloud-Architekt den Magen. Clouds oder auch lager deine Daten hier ein, du Idiot, damit wir sie alle auf einmal abgreifen können. Toms Blick streift die Social-Media-Jungs. Technisch uninteressant. Aber sie haben 50% der neuen Weltordnung zu verantworten. Darum Respekt, Jungs. Mehr Menschen, als die Erde Bewohner hat, sind abhängig von sozialen Medien. Memes haben die Wucht eines Atomschlags. 3 Milliarden, die ausschließlich Negatives verarbeiten, können Staaten kollabieren lassen. Aktien in den Keller schicken, Firmen zum Untergehen bringen. Die Rechner stehen in smarten Wohnungen, die sich mit nur einer App, Halleluja, steuern lassen. Bald funktioniert das über den Chip. In der Hand, Sie wissen schon. All die Geräte, die Fernseher, Radios, sprachgesteuerten Assistenten, Tracking-Armbänder, Autos, die jedes Fahrverhalten melden und speicherten, die Textnachrichten, die Gespräche, die Kontenbewegungen, Drucker, die die Pixel der Bilder lasen und speicherten, Fluggastinformationen. Die Fingerabdrücke,
Die Blutgruppe, hey, teste dein Blut online. Die Urinzusammensetzung, hey, dein WC, check deinen Blasenhaushalt. Die smarten Vibratoren und künstlichen Vaginas. Die politische Gesinnung, Gesundheit, Lebenserwartung, das Gefährderpotenzial. Die Kreditwürdigkeit, die Chancen, dass man zu cholerischen Ausbrüchen neigte, das Kaufverhalten, die Schlafgewohnheiten, der Alkohol- und Drogenkonsum, die Religiosität, die kriminelle Energie, das Sozialverhalten wegen des Terrors. Der Terror. Apropos, es gab vermutlich keinen Winkel im Land, der nicht von Überwachungskameras erfasst wurde. Ende der 90er Jahre hatte die Regierung zum Schutz ihrer Bürger mit der Installation begonnen. Erst an jeder Kreuzung und Brücke, jeden Tunnel, dann in Laternen, in Kellereingängen und nun war das Werk vollbracht. Da passten einfach nirgends mehr Kameras hin, kein Blatt Papier zwischen Mensch und Gerät. Keiner regte sich über die Kameras auf, denn es war gut für die Sicherheit. Wahnsinn, danke euch. Okay, kurz tief durchatmen, bevor es gleich weitergeht. Wir wollten zwischendurch noch ein bisschen über das Buch selbst sprechen. Und damit wir das hier machen können, wollten wir uns und euch auch noch ein paar andere Fakten in Sachen Überwachung ins Gedächtnis rufen. Und zwar ein bunter Strauß. Also ganz aktuell hätten wir da Seehofers feuchte Träume von einer Beugehaft, wer sein Passwort nicht selbst rausrückt, in einer neuen Strafgesetzordnung. Oder auch schön, der sogenannte ganzheitliche Schutzansatz des Geheimdienstes, also unseres, die Bespitzelung von Minderjährigen, also ein Mindestalter für die Speicherung von Daten Minderjähriger durch den Verfassungsschutz zu streichen. Da fragt man sich, was die Staatsschützer da finden wollen in den Kinderzimmern. Dann haben wir auch aktuell hier die Überwachung kritischer Künstlerinnen als kriminelle Vereinigung, auch wunderbar. Oder solche Dinge wie Eye Border Control, der neue europäische Grenzlügendetektor. Das ist tatsächlich ein Pilot, der gerade an einigen EU-Außengrenzen getestet wird. International, was die NSA, wen die NSA ausspioniert. Letztes Jahr waren es 164.770 Personen außerhalb der USA, also darunter könnten auch wir sein. Und natürlich, ganz liebgewonnen, das kommt auch alles im Buch vor, mehr oder weniger, die Sprachwanzen als persönlich hergestelltes Beweismittel oder dass heute jeder Dritte einen Fitness-Tracker benutzt und jede zweite Deutsche würde für Geld ihre Fitnessdaten auch an Versicherer weitergeben. Da ist noch ganz viel Luft nach oben, denke ich, und für Geld machen wir doch vieles. Und wenn es schlecht läuft, können sich eben Datensparsamkeit bald nur noch wenige leisten. Und Brainfuck spielt ja in einer Version von England. Und was hat das mit England zu tun und was hat das mit Überwachung zu tun? Naja, es ist, ich habe mir das Land ausgesucht, was eigentlich in Europa oder in der westlichen Welt wirklich die Nase ganz weit vorn hat, was zum einen Neoliberalismus und auch Überwachung angeht. Und das ist in England irgendwie wirklich wie ein Versuchslabor auf der Insel irgendwie sehr schön zu besichtigen, weil diese Kameras, von denen alle schon gehört haben, die existieren, die Biometrik existiert, das wird jetzt verkoppelt. Dann ist da natürlich auch ein Bereich Spekulation, dass gesagt wird von vielen Experten, dass vermutlich diese Bürgerpunkte, die es in China schon gibt, die erfolgreich und wunderbar eingeführt werden, in England über eine Ökokontrolle stattfinden könnten. Also das macht auch eigentlich Sinn, dass man irgendwie Punkte kriegt, wenn man sich weniger duscht, weniger heizt. Also dass so diese Kontrolle, diese Bürgerpunktkontrolle über diese Ökoschiene, für die wir eigentlich alle sehr bereit sind, gerade irgendwie in unser Leben spülen könnte. Zugleich spielt das Buch in England, wo ich dann sehr lange war, weil dort auch eigentlich dieser erwähnte Kampf der Reichen gegen die Armen dort schon sehr perfekt zu besichtigen ist, was man in einem angeblich reichen Land eigentlich nicht erwartet, dass dort über ein Viertel der Menschen ausgelagert worden sind. Also wirklich, die braucht es nicht, die werden irgendwo abgeschoben und falls sie aus Versehen irgendwie Sozialbauten in der Innenstadt Londons haben, dann brennen die manchmal ab, passiert auch. Und das war
wirklich interessant zu sehen, irgendwie, aha, das könnte ein Plan sein. Also es könnte wirklich der Plan sein, sich dieser Leute zu entledigen, die nicht zur Werterhaltungskette beitragen. So. Genau, du warst länger dort, hast du gesagt. Und war das irgendwie schmerzhaft? Oder was hat man dann für ein Gefühl? Weil wenn man dein Buch liest, hat man auch ein Gefühl. Ein ähnliches, wie wenn man die Musik hört, die wir gerade gehört haben. Es ist vornehmlich Wut. Also zu sehen irgendwie, was passiert hier mit uns. Oder sagen wir mal so, ich habe das Buch ja angefangen wie ein Untersuchungsszenario. Ich wollte irgendwie für mich die Fragen klären, was soll das eigentlich alles gerade? Also wie kriegt man diese losen Enden verknüpft, die irgendwie aus ständig neuen Überwachungsgesetzen, aus Überwachungstechnologie, AI, künstlicher Intelligenz und irgendwie dieser zunehmenden Armut der Menschen oder dieser Kluft, man kann es gar nicht mehr hören, man hört immer Kluft, Arme, Reiche wächst, dort kann man es besichtigen, wie es wächst. Also dass wirklich irgendwie kaum irgendein öffentliches Gelände öffentlich ist, sondern dass alles privatisiert ist, war mir neu. Die Parks gehören jemandem, die Plätze gehören jemandem, die Bahn gehört jemandem. Also das ist eigentlich das Ziel, die komplette Privatisierung und ja, das war einfach interessant, dann zu sehen, irgendwie, wie kann man das zusammenschweißen mit diesem komischen Terror, mit den Attentaten, mit dieser Überwachung, mit den Ausnahmezuständen. Und dafür war ich dort und dafür habe ich das Buch geschrieben. Okay, ich würde sagen. Mal gucken, wie das weitergeht. Vielleicht wird es ja noch ganz lustig. Jedes Kind in der westlichen Welt verbringt mehr als 5 Stunden täglich an seinem Endgerät. Es checkt im Halbstundentakt, also freundlich gerechnet, seine sozialen Medien, Messenger und Chatforen. Das Suchtpotenzial einer gesamten Generation ist um 300% gestiegen. Der Anteil von Gamma-Aminobuttersäure im Vergleich zu Glutamat und Glutamin im anterioren zingulären Kortex ist stark erhöht, wenn man die Werte der Toten zugrunde liegt. Die dritte Generation von Suchtkranken, Angstgestörten, Depressiven, die nicht mehr in der Lage sind, sich länger als 2 Minuten auf ein Thema zu konzentrieren. Oder eine Kreativität. Oder ein Mitgefühl zu erwecken. Sie agieren motorisch verlangsamt und weisen eine signifikant reduzierte Gehirnleistung auf. Was soll sein? Toms Vater war Mitglied der Hayek-Gesellschaft, einer Ansammlung marktliberaler Idioten, die Mitglied der Atlas Group waren, einer Ansammlung von noch mehr marktliberalen Idioten, die mit der Abschaffung des Staates beschäftigt waren und alle zusammen wollten vor ihrem Ableben schnell noch die Welt umgestalten oder einfach mehr Macht oder mehr Geld oder egal. Halten wir den Plan, der seit einiger Zeit von unterschiedlichen alten Säcken durchgeführt wurde, kurz fest. Wenn man mit den Mitteln der Demokratie das Vertrauen in die Demokratie vollkommen pulverisiert, also absolute Volltrottel in hohe Positionen bringt, Bürgerkriege initiiert, die sogenannten Guten gegen die sogenannten Bösen aufhetzt, mit den Mitteln des Nudgings, der Manipulation ihrer verdammten Gehirne durch Endgeräte, soziale Medien, falsche Informationen nutzt, wenn man die Presse komplett unglaubwürdig macht, wenn man Brutalität, Nazis, Dummheit und Faschismus fördert, kurz ein irrsinniges Chaos anrichtet, dann heißt das kurzfristig Gewinneinbuße. Aber shit happens. Da muss man sich halt überlegen, welche unglaubliche Erleichterung der Finanzsysteme der nächste Schritt beinhaltet. Der nächste Schritt, der bereits bevorstand. Also, die Erde. Die musste ein wenig von Menschen befreit werden. Klingt wirr? Mitnichten. Wenn Ihnen das seltsam vorkommt, dann nur, weil Sie die Größe der Vision nicht begreifen. Nun ja. Kommunikationsberaterin. Also, die theoretische Kommunikationsberaterin. Im Moment wurde da nicht kommuniziert, schon gar nicht von ihr. Sie hatte keine Ahnung gehabt, was sie werden sollte, wie die meisten in ihrer Klasse. Studierte sie halt was, das freundlich klang, irgendwas mit Menschen eben. Das Studium brachte ihr nichts Wesentliches bei. Linguistik, Framing, moderne Medien, um mal nur 3
Nullbegriffe zu nennen. Im Anschluss bekam sie ein Praktikum bei einem Startup, das einen neuen Messenger-Dienst lancierte. So etwas wie WhatsApp, Snapchat, Reddit. Früher. Nur bedienungsunfreundlicher. Verbunden mit einem externen Gedankenlesegerät, das gedachte Sätze direkt in den Messenger eingeben sollte. Klappte nicht. Kam nur Murks raus. Die Kommunikationsberaterin verdiente das Geld für ihr WG-Zimmer und ihre Spaghetti in einer Bar in Soho und arbeitete am Tag 10 Stunden für sich, für die Optimierung ihres Portfolios, also unentgeltlich bei dem Start-up, das nach einem halben Jahr pleite ging. Die Kommunikationsberaterin fand im Anschluss noch Praktika bei 10 jungen aufstrebenden IT-Firmen, die irgendeinen Scheiß entwickelten und davon träumten, groß rauszukommen. 2 zahlten sogar ein Gehalt. Also fast ein Gehalt. Die Kommunikationswissenschaftlerin war genderfluid und polyamorös. Whatever. Sie war sich immer darüber klar gewesen, besonders zu sein. Sie glaubte an die Gleichberechtigung aller, respektierte Religionen, sexuelle Vorlieben, geschlechtliche Selbstzuschreibung. Es war ihr nicht egal, was andere lebten. Sie betonte, dass es ihr egal war. Die Kommunikationsberaterin war gegen den Brexit gewesen. Ihre Arme waren mit Tattoos so überfüllt, dass sie wirkten wie schwarze Prothesen. Ihr erklärter Feind war der Neoliberalismus, von dem sie, ganz unter uns, nicht genau wusste, was sich dahinter verbarg. Außer der Verteuerung des Wohnraums und der angepassten und der angespannten gesellschaftlichen Gesamtsituation. Amazon zum Beispiel. Alter, Amazon. Die Kommunikationsberaterin bestellte, als sie noch Geld hatte, natürlich Bücher bei Amazon, aber kritisch. Wer hatte schon die Zeit, na und so weiter. Und wenn Adidas eine neue Kapselkollektion von einem Crime-Star in die Läden brachte, kampierte sie vor dem Geschäft. Ironisch in dem Fall. Sie war eine ganz normale, sich selbst überschätzende Flachpfeife, die man in ihrer Ratlosigkeit mit Rührung betrachten konnte. Von Geburt an wurde ihr die Heiligkeit des Individualismus gepredigt, um ihr Kapsul-Turnschuhe zu verkaufen. Und nun wurde dann nichts von den Versprechungen eingelöst. Kein Preis für ihr genderfluides Leben, keine Urkunde für die Verwendung von 78 unterschiedlichen Social-Media-Accounts mit der Markierung von 78 möglichen Geschlechtern. Aber aus dem niedlichen, verwuschelten Experimentierstadium der Jugend gelangte sie in ein Alter, in dem ihre Lebensweise zu riechen begann. Und plötzlich häuften sich unangenehme Zufälle, Schockmomente, da die Kommunikationsberaterin fast körperlich die Abwärtsbewegung ihres Lebens spürte. Es begann an dem Tag, als sie ihren Chip erhielt. Mit einer Art Scanner hatten die Stadtangestellten flüchtig ihren Kopf durchleuchtet. MI5, Pete. Das war der IQ-Test, du Pflaume. Und der war für dich nicht berauschend. Und die Kommunikationsberaterin verlor ihren letzten Job vor einigen Wochen. Sie war Social-Media-Fachkraft bei einem großen Immobilienbewirtschafter gewesen. Eine Firma, die sich vornehmlich damit befasste, Sozialwohnungen in Privateigentum umzuwandeln. Die Kommunikationsberaterin fand mit ihrem Äußeren, dem Geschlechterfluiden, nicht unbedingt das Wohlwollen der überwiegend konservativen männlichen Belegschaft. Nach einer Woche kursierte im hausinternen Mailverteiler ein Porno, der dank einer neuen Software täuschend echt wirkte. Das Gesicht der Kommunikationsberaterin und ihre Stimme waren in einem Zoo vielen Porno verwendet worden. Stichwort Hengste. All die falschen Nachrichten, Bilder, Videos, die die sozialen Medien zu einem Schlachtfeld machten, hinterließen trotz besseren Wissens der Betrachter immer einen Makel bei der Zielperson. Man wusste es besser, aber konnte nicht doch etwas dran sein? Und hatte die Kommunikationsberaterin nicht eine Spur zu lange in einem Pferdekalender geblättert? Sah sie den Bürohund nicht mit einem unzweifelhaften Verlangen an?
Sie wurde dann also entlassen und fand im Anschluss der angespannten wirtschaftlichen Situation gedankt nichts Neues. Weder bei einem etablierten Unternehmen noch bei einem Start-up, nichts. Nicht einmal einer der 1-Pfund-Jobs stand für sie bereit. Und die Kommunikationsberaterin zog von einer WG zur nächsten, aus der sie nach kurzer Zeit immer wieder verschwinden musste, weil immer irgendjemand kam, der mehr zahlte. Es war, als flössen die Wochen und Monate zu einem Tag zusammen, der immer daraus bestand, dass die Kommunikationsberaterin in irgendwelchen Wohnungen stand, gleichgültig von den Inhabern begrüßt wurde und dann in einem dunklen Zimmer lag und Angst hatte, auf die Straße zu gehen. Denn unterdessen wurde die Kommunikationsberaterin einmal in der Woche, wenn sie mit ihrem unklaren Äußeren draußen war, zusammengeschlagen und dabei von irgendjemandem gefilmt. Demütigung war eine starke und immer wirkungsvolle Waffe. Sie hockte in ihrem Zimmer, sah in den Hof, im Fenster gegenüber ein Schatten. Morgen würde sie sich registrieren lassen und dann hätte sie ein Grundeinkommen. Dann würde alles gut werden und es regnete nicht. Danke.26 Menschen besitzen so viel wie 3,8 Milliarden andere Menschen zusammen. Das sind die ärmsten 50% der Weltbevölkerung. Na und? Natürlich frage ich mich, soll irgendwann mal einer so viel besitzen wie alle anderen? Oder macht das einen Unterschied, ob 26 oder einer? Dafür müssen aber immer weniger Menschen hungern und auch die extreme Armut hat signifikant abgenommen. Die Optimistinnen unter uns würden sagen, allen geht's doch langsam besser, oder? Stimmt. Was sicherlich auch stimmt, ist, dass der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt und dass die Reichsten in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch am meisten davon profitiert haben. Das ist also eine Widersprüchlichkeit und eine Gleichzeitigkeit. Bei dem Thema Armut, was hier thematisiert wird, immer wieder, geht es aber häufig ja nicht um Dollars, sondern es geht um ganz, ganz viel mehr oder weniger, je nachdem, wie man es sieht. Ja, es geht darum, dass natürlich all diese Statistiken uns versichern, immer wieder, wenn man unruhig werden will, hören wir, das ist die beste aller Zeiten, die Bildung weltweit nimmt zu, es geht uns allen besser und das stimmt, aber auf welchem Niveau, fragt man sich. Also es geht in vielen Ländern ja nicht darum, also in der westlichen Welt noch nicht darum, dass wir massenhaft auf der Straße liegen, sondern sagen wir es so, es wird für alle ein wenig anstrengender, ungemütlicher und unbequemer. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was man gerade spürt, diese Angst vor einem Abstieg, der erfolgen wird, ziemlich sicher. Und darum geht es. Also wie wird die Schraube so ganz langsam immer weiter angeschraubt? Wie werden die Mieten immer höher? Also ich irgendwie, weiß nicht, ob hier Berliner sind, ich habe irgendwie, ich glaube nicht, oder? Alle aus Wuppertal. In Wuppertal läuft das alles noch. Also das ist ja so irgendwie das beste Beispiel, was gerade passiert. Diese Stadt, die immer sehr günstig war, hat jetzt mal die Mieten verdreifacht, vervierfacht irgendwie. Und so passiert das ja in allen Großstädten, überall in der westlichen Welt gerade. So, dass die Menschen irgendwie zu einer Flucht aus den Städten eingesetzt hat, eine unfreiwillige Flucht. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Wie weit wird das geschraubt? Ab wann kann man sagen, es ist wirklich irgendwie, der Krieg ist gewonnen? Und was interessant ist, es steht jetzt in überhaupt keinem Zusammenhang, ist, dass jetzt gerade in Amerika einige Milliardäre, die ansonsten total für die Abschaffung des Staates war, also die haben einfach schlicht aus Gier keinen Bock für Arme zu zahlen, weil sie haben ja auch alles selber geerbt, dass die unruhig werden und irgendwie wieder für einen Staat plädieren, weil sie sich logischerweise überlegen, was ist denn am Ende eigentlich? Zum einen, wer soll unseren Scheiß kaufen? Wovon? Und gibt es vielleicht doch mal irgendwie einen Punkt, wo es zu Bürgerkriegen kommt? Und müssen wir dann auf den Mars? Und fetzt das dort? Und das ist irgendwie eine interessante Frage. Ja. Noch weiß keiner, wie es auf dem Mars ist. Ja. Aber haben sich nicht so Superreiche schon so Kreuzfahrtschiffe oder ja, das, partiell ja. Quadratmeter auf solchen Schiffen gekauft für den Fall, dass sie
Erde, dass das Festland unbewohnbar wird, dass man dann eben auf dem Meer so rumcruisen kann? Ich glaube irgendwie, dass unser aller Freund, der Philosoph Peter Thiel, ist da irgendwie immer so auf dem Meer unterwegs. Der möchte da gern wohnen und das Blut von jungen Menschen essen, damit er irgendwie cool aussieht und weiter Ayn Rand lesen kann. Warum nicht? Das stimmt. Okay, das... Das war ein Insider, das war die Peter Thiel-Fanfraktion. Jetzt haben wir aber von hier geredet vor allem, aber wir haben auch ein bisschen am Anfang über den globalen Süden gesprochen, weil es findet ja nicht nur alles vor der Tür statt, würde ich mal sagen. Und das hängt aber doch irgendwie zusammen. Aber es ist immer einfacher, es nicht zu sehen, was nicht vor der Tür stattfindet. Aber wir drei haben es vielleicht gesehen. Oder nur auf Social Media? Nee, wir haben es gesehen. Ne? Also Katja ist ja ewig in diesen Ländern unterwegs und weiß ja irgendwie, aus welchen Gründen zum Beispiel Menschen aus ihrer Heimat weg wollen. Ne? Also. Ja. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Was ist die Frage? Also das Ding ist natürlich, es hängt halt alles miteinander zusammen und es gibt diese Bürgerkriege quasi schon. Das ja, und es ist, also sagen wir mal so, es ist natürlich die Frage, teilt man oder gibt man? Also gibt man eine Donation, eine Spende oder was auch immer, oder teilt man das, was man zusammen hat? Und das Ding ist natürlich, solange es so ist, dass man als Beispiel, wenn du in Nigeria irgendwie ein kleines Haus hast mit einem Garten und da deine Tomaten ziehst und die auf dem Markt verkaufen willst und die Tomaten aus Italien günstiger sind als deine eigenen homegrown, weißt du, dann... weil die natürlich alle Unterstützung bekommen von europäischer Landwirtschafts-, whatever, wie man das nennt, dann ist natürlich klar, dass die Perspektivlosigkeit macht, dass du dich irgendwann auf den Weg begibst. Dahin, wo ganz offensichtlich das Geld auf der Straße liegt. Ja. So, also ist die Frage, überlassen wir das jetzt asiatischen Konzernen, den afrikanischen Kontinent als Beispiel aufzukaufen? Oder versucht man da irgendwie anders auf Augenhöhe miteinander Business zu machen? Ich habe jetzt keine Ahnung von Business, aber ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat. Weil Armut ja auch damit zu tun hat. Und dann kann man noch so viel versuchen, die Grenzen zu sichern von Europa, idiotischerweise. Weißt du? Das funktioniert. Wo sollen die Leute hin? Also ein bisschen ist es so, während bei uns die Schrauben so langsam fester gedreht werden und man vielleicht dann dagegen lenken kann, gibt es halt andere sogenannte so Death Worlds wie Jemen, Afghanistan, Irak, wo da gibt es gar nichts mehr zu drehen. Und so ein bisschen, ja, würde ich sagen, machen wir aber jetzt weiter. Ja, weiter mit guter Laune. Und... Das ist wirklich sehr lustig, das Buch. Ich kann es allen nur empfehlen. Ich musste sehr viel lachen. Ja, komm. So, das ist jetzt die Frage irgendwie, was kann man... Du bist dran. Ja, ich bin dran und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt irgendwie, der hier optimistisch überschrieben ist mit, was kann man tun? Wir wollen ja alle das Netz immer retten. Das passiert im Buch auch. Das sind die Freunde. Die Wut auf die Gesellschaft haben und nicht wissen, wen sie damit meinen. Die von Anarchie reden und nicht wissen, was das sein soll. Die sich nach Aktion sehen und Dinge im Netz meinen. Sie sind die Guten, was auch immer das meint. Es gibt die anderen, die Bösen. Die Freunde hatten irgendwann an ihren Sieg geglaubt. Daran, dass sie immer mehr würden. Die neue, coole Jugendbewegung. Dabei hatten sie nicht bedacht, dass Nerds keine erotische Kleidung tragen und die Masse keine Ahnung von Technik und Politik hat. Dazu kann man nicht tanzen. Die Freunde sind weniger geworden statt mehr. Immer öfter verschwinden ihre Leute in Gefängnissen oder Nervenheilanstalten. Zu viele Informationen sind nicht gut für menschliche Hirne. Sie wissen, dass dieses sogenannte Internet nicht nur ein Ort ist, in dem Leute Katzenpornos betrachten und Reiseschnäppchen suchen. Sie wissen, dass im Netz alles ist. Die Stromversorgung, die Verkehrsregelung, die Börse, der Welthandel, die Züge, das Leben. Und dass alles Leben endet, wenn Systeme angegriffen werden. Oder
keine Rohstoffe für den Bau von Rechnern mehr zur Verfügung stehen. Sie wissen, dass es Kriege um diese Rohstoffe gibt, dass sie Kriege gegen den Terror heißen werden. Sie wissen, dass Menschen manipuliert werden in diesem Internet, das sie überwachen. In jeder Sekunde, dass ihre Stimmen und Körper und Mails gefälscht werden, dass es zu Anklagen kommt und zur Beseitigung von Querulanten. Es ist ernst. Das war es immer, aber früher war es nicht lebensbedrohlich. Als sie gegen die Geheimdienste kämpften, sie hatten super Aktionen gemacht und sich danach im Netz gefeiert. Die Datenbank des Staatsschutzes geleakt, die Fingerprint-Erkennung eines Smartphone-Herstellers gehackt, nachgewiesen, dass alle 5 Minuten ein Zugriff und eine Inhaftierung aufgrund von Algorithmenfehlern stattfanden. Naja, und so weiter. Sie hatten gedacht, sie seien die neue Revolution. Und nun sitzen sie hier und wissen nicht weiter. Es hat sich kaum einer für ihre Revolution interessiert. Was Menschen nicht begreifen, interessiert eben nicht. Die Freunde haben die Massen nicht mobilisiert. Sie sind zu einer der 2 Untergrundbewegungen junger Leute, die es zu diesem Zeitpunkt der Geschichte noch gibt, sind. Bis vor einigen Jahren gab es noch anarchistische Jugendliche, die demonstrierten oder Grundstücke besetzten, die auszogen, um Faschisten zu jagen, die ihre Gesichter verhüllten und glaubten, sie könnten England zu einem Freistaat Christiania umbauen, einem Rechtsstaat, freien Raum, in dem heitere junge Hippies sitzen und veganen Brei essen. Die Aufrüstung der Polizei und die Ausstattung mit Maschinengewehren hatte dem ein Ende gesetzt. Hausbesetzer wurden teilweise mit Granaten aus den Unterkünften gejagt, einige Kinder verloren Gliedmaßen. Eine Demonstration wurde mit gepanzerten Wagen und scharfer Munition beendet. Danach war Ruhe. Seitdem gibt es nur noch ein paar Jugendliche, die sich nicht dem System untergeordnet haben. Nur noch ein paar, die nicht denken, in der besten aller Zeiten zu leben. Die wenigen Querulanten, die noch rappen oder hacken, werden auch bald ihren Platz in der Gemeinschaft finden. Und das ist gut für sie. Nur angepasst kann man schließlich an dem Erfolg einer Gesellschaft teilhaben. Dystopie war das Ding der letzten Jahre gewesen. Alle hatten so eine tüchtige Endzeitangst. Angstgesetze wurden in Tagen verabschiedet. Gesetze gegen Vermummung, Versammlung, Verhüllung, Hate Speech, Internetblockadengesetze, Kontoeinfrierungsgesetze. Aber all die liebevollen Versuche der Regierung, die Bevölkerung zu beruhigen, sie zu schützen, hatte nicht geholfen. Die wenigen Hacker, die es noch gab, sind unbeliebt gewesen, weil sie den Standards der heutigen Menschennormatierungen nicht genügen, weil sie zu laut, zu leise, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn sind, sich zu schnell oder zu langsam bewegen, zu schwul oder zu nicht sexuell, zu unsportlich oder zu nervös sind. Einsam waren alle, sind es immer noch, wenn sie die geschützte Werkstätte verlassen und mit schlechten Augen auf die Umgebung außerhalb des Netzes starren. Die meisten wollen die Welt retten. Ein paar wollen einfach nur angeben. Und alle ahnen, dass sie nichts erreichen werden. Die Übermacht ist zu groß geworden. Oder sagen wir, sie begreifen allmählich, gegen wen sie kämpfen. Gegen Geheimdienste, Staaten, Milliardenunternehmen, Rechtsradikale, Nationalisten, Spinner, Verschwörungstheoretiker und Mörder. Wo fängt man da an? Kaum haben sie ein Nazi-Netzwerk erledigt, wachsen Tausende von Bots nach. Ein paar Überwachungskameras ausgeschaltet und schon stehen da wie durch ein Wunder neue Laternen mit biometrischen Erkennungssystemen, die sogar die Autobahnen mit ihrer Anwesenheit erfreuen. Ben kann sich nicht mehr konzentrieren. Also, das konnte er noch nie lange, außer er nahm Ritalin, aber jetzt ist es ihm kaum mehr möglich, länger als 10 Minuten bei einem Thema zu bleiben. Sie können sich fucking auf nichts mehr konzentrieren. Ben beginnt mit den Beinen zu zucken. Wie immer, wenn er die Idee hat, dass alles, was sie hier tun, nur dazu dient, sich nicht zu ergeben. Vergessen. Das geht gut im Netz.
damit ihr euch auflöst, ihr Idioten, damit ihr süchtig werdet, ohne Behandlungskosten zu verursachen, ohne auf den Straßen herumzuliegen mit Einstichgeschwüren. Die nicht so Intelligenten verschwinden mit allem, was sie ausmacht, auch wenn es nicht viel ist, im Netz. Unfähig geworden oder immer gewesen, längere Texte zu lesen, komplexe Informationen zu verstehen. Sie leben als Überschriften, im Takt der blinkenden Eilnachrichten. Die Klügeren werden wahnsinnig, ob der Masse an zugänglichen Informationen. Ben und seine Freunde neigen zum Irrewerden. Sie neigen dazu, sich zu verlieren, zum Rechner zu werden. Der dauernde Strom der Informationen über Implantate und Metadaten, die in künstlicher DNA gespeichert wird, und den Ausfällen der KI und den multiresistenten Keimen und den Verschwörungstheorien und den Bitcoins und Quantenrechnern rinnt durch ihre Hirne, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie wissen nicht, wohin das alles führt, haben aber das Gefühl, dass es nicht gut ausgehen kann. Das Unterfangen der Digitalisierung. Das Unterfangen der Digitalisierung jedes Bereiches. Und das hat zur Folge, dass eben die Gliedmaßen zucken. Ben steht auf. Seit er denken kann, wollte er die Menschen retten, seine Freunde beschützen, alles. Nur ein Mann wollte er nicht sein. Ben hatte eine tiefe körperliche Abneigung dagegen, die vorgesehene Rolle als stumpfes Mitglied der Gesellschaft einzunehmen. Er wollte nicht saufen, an seinem Penis herumfingern, sich über alles hämisch äußern, was er nicht verstand, und er wollte vor allem kein fucking verwirrter Idiot sein. Jede Woche wurden ungefähr 7 Menschen vor einfahrende Züge gestoßen, einfach weil es ging. Jede Woche wurden Sanitäter zusammengeschlagen, Polizisten, Nachtschwestern. Das ist jetzt vorbei. Die Menschen haben sich beruhigt. Sie bekommen Fleißpunkte, Arschlöcher. Ben sagt, ich vertrete mir mal die Beine. Er vertritt sich die Beine und läuft dem Vollmond entgegen. Kleine Tümpel erzeugen fast romantische Geräusche mit dem Ploppen von Fäulnisgasen, da wo früher Frösche waren. Immer wenn Ben ohne seine Geräte ist, wenn er mit sich ist, dann wird ihm in einem Maße elend, dass er sich kaum mehr bewegen kann. Was soll das? Mit diesem Körper durch Landschaften zu laufen, mit sich zu sitzen und auf Wände zu sehen, und wie lange geht eigentlich so ein Leben? Danke euch. Das war eindeutig die Überschrift, was kann man tun, wie lange geht sein Leben. Und es ist so ein bisschen die Frage, es ist natürlich noch nicht zu spät, denn die digitale Selbstverteidigung hat ja gerade erst begonnen. Wir feiern heute Krypto-Partys und alle lernen, sich selbst zu verschlüsseln. Und wir leben in einem Land, in dem es Grundrechte gibt, die uns schützen, sogar der Computer hat ein Grundrecht hier, nicht mit Staatstrojanern infiziert zu werden und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, andere Suchmaschinen zu suchen oder OpenStreetMaps zu nutzen oder uns sichere Passwörter vorschlagen zu lassen. Und das Wort Passwort ist dabei auf Platz 8 der beliebtesten, sollte man natürlich nicht nehmen, Finger weg, aber auch gerne genommen Anfangssätze von Lieblingsbüchern. Das wäre in unserem Fall hier, das Jahrtausend begann lausig, es gab keinen Computerbug. Also das auch nicht nehmen, auf keinen Fall. Wir haben heute Whistleblower und Truth Teller, wie zum Beispiel Cornel West auch sich selbst bezeichnet. Und um in seinem Jargon hier zu bleiben für heute, es gibt Leute, die Martin Luther-like sind und die, wenn überhaupt, nur Prisoner of Hope sein sollten und nicht aus anderen Gründen im Knast wie die Whistleblower. Es gibt sie, die Menschen, ohne die ganzen Buzzwords und ohne die politischen Zwänge. Abstrakt heißt das für uns heute hier, sicherlich auch für alle auf der Republika, es gibt das emanzipatorische Potenzial des Digitalen, es existiert. Teilweise ist es nämlich ein Raum, gerade dieser Raum, den der Colonizer oder das Regime auch noch nicht ganz verstanden hat und wo dann ganz andere Dinge möglich sind, die in schon etablierten und kontrollierten Räumen undenkbar sind. Konkreter besprochen heißt das zum Beispiel, vor wenigen Tagen hat ein Aktionsbündnis fast 25.000 Stimmen gegen eine geplante Verschärfung des Polizeigesetzes vor dem Niedersächsischen Landtag überreicht. Großartig. Ja, wirklich, es hat einen Applaus verdient.
Außerdem haben wir natürlich Fridays for Future. Es gibt Occupy, Unteilbar, Deutsche Wohnen enteignen, alles hier vor der Tür, alles jetzt, heute. Allein in Berlin sind das, wir haben das nachgeschaut und gerechnet, für 2018 rechnerisch 12 Demos pro Tag, also alle 2 Stunden eine. Das sind doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Großartig. Natürlich, darunter sind Tierschutzaktionen. Ja, auch das ist toll. Darunter sind natürlich auch Tierschutzaktionen mit dabei oder Fans von E-Rollern, die gegen kritische Fußgänger demonstrieren. Oder Abtreibungsgegner. Alles, ja, es gibt viele Demonstrationen, genau. Will sagen aber, es sickert doch immer mehr durch und eines Tages hat es dann doch auch der letzte Depp verstanden und dafür muss man aber dieses Buch unbedingt lesen. Der Neoliberalismus ist eben nicht alternativlos. Danke für nichts, Margaret Thatcher. Danke, Bille und danke, Katja. Und euch und, auch. Danke, Nora. Und danke Ihnen allen für die Zeit. Und ich danke Ihnen auch alle, dass Sie an der Europawahl teilnehmen. Das finde ich ganz großartig. Ich bin stolz auf Sie. Vielen Dank euch allen. Bis nächstes Jahr. Kommt gut nach Hause, nach Wanne-Eickel. Tschüssi, tschüssi. Yeah.